Willkommen zusammen zu einem kleinen Informationsvideo, nämlich zur Baureihe 187, die am 14. Oktober, am 14.10.2021 veröffentlicht wird. Also der Release ist jetzt angekündigt und die ersten Screenshots gibt es nun auch und die gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Das Ganze von Skyhook Games für die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Ihr seht es auch hier, hier sind wir auch auf der Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Die Screenshots und den Artikel gibt es als Link in der Videobeschreibung. Wir sehen hier die 187, 153. Wir sehen hier hinten die Güterwagen, die wir bereits im Spiel haben. Es scheinen also keine neuen Güterwagen mit dazu zu kommen, was sehr schade ist. Aber wir haben eine wunderschöne Lok. Zumindest das 3D-Modell ist sehr, sehr schön. Meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Also auch von außen, das ist schon hübsch, würde ich behaupten. Ziemlich schön. Hier vorne haben wir noch eine, die 187, 112. Gucken wir mal weiter. 187, 123 haben wir hier. Auch hier mit verschiedenen Wagentypen. Also es wird nicht nur wird wohl nicht nur Güterzüge geben, die aus einem einzigen Wagentypen bestehen, sondern auch eben aus verschiedenen. Auch hier die Details, die hier ausgearbeitet sind. Das wirkt schon alles sehr, sehr schön. Auch hier unten die ganzen Texturen sowieso, die ganzen Bezeichnungen werden sicherlich ziemlich detailliert und ziemlich akkurat sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das erste deutsche Lok-Add-on von Skyhook Games für den Trainsim World 2 und auch generell deren erstes Lok-Add-on für den Trainsim World 2. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Im Train Simulator haben die ja schon ziemlich gute Arbeit geleistet. Deren Add-ons waren ja schon immer relativ hochwertig, so wie ich das mitbekommen habe. Hier sind wir irgendwo in der Nähe von Aachen, wo man auch diesen Heißluftballon aktivieren kann als Mastery Reward. Hier haben wir die 187, 112, glaube ich, auch wieder mit leeren Wagen. Wir haben jetzt keine beladenen Wagen bisher gesehen, ne? Also die scheinen wohl leer zu sein. Ich hoffe, dass das nicht immer der Fall ist. Hier haben wir noch eine Nahaufnahme von 187, 193. Das ist auch eine coole Nummer. Wer weiß, vielleicht ist das ja so eine Art Foreshadowing, so eine Art Teaser, dass wohl irgendwann die 193 kommen könnte. Wer weiß. Gut, ich will es jetzt nicht, ich will das jetzt nicht als so eine Art Theorie rausstellen. Der Gedanke ist mir jetzt nur gerade gekommen. Wäre irgendwie ziemlich sinnfrei, weil hier haben wir wiederum die 187, 112 und die 112 gibt es ja auch schon. Also von daher ist das wohl einfach nur Zufall, aber auf jeden Fall ein ziemlich cooler Zufall. Auch wie das hier ausgearbeitet ist, die ganzen Details, die ganzen Texturen, die einzelnen Kratzer und sowas, die man hier sehen kann. Das sieht schon alles sehr, sehr hochwertig aus. Wie gesagt, das Ganze erscheint für die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Hier haben wir noch ein weiteres Bild, ebenfalls mit leeren Wagen. Also ob da volle Wagen, beladene Wagen mit dabei sein werden, wer weiß. Ich hoffe es zumindest. Es könnte aber sein, dass sie tatsächlich immer leer sind, aber das bezweifle ich einfach stark. So, also hier sieht man nochmal so ein bisschen die Lok-Anschriften. DB Regio. Nee, warte, was steht denn hier? DB, steht hier Regio? Ich kann es nicht genau entziffern, ehrlich gesagt. Nee, leider nein. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja doch einen anderen Screenshot, der uns mehr verrät. Na, hier auch nicht. Sieht aber auch auf jeden Fall ziemlich hübsch aus. Hier auch nochmal von der Seite. Kann man es jetzt lesen? Stuttgart. DB. Ja, entweder steht hier Regio oder Cargo. Aber vermutlich Cargo, oder? Also Regio ergibt ja keinen Sinn. Die Lok ist ja, die 187 ist ja nur im Güterverkehr im Einsatz. Die Schwesterlokomotive 147 ist ja im Personenverkehr im Einsatz. DB Cargo oder Regio AG, Region Baden-Württemberg, Stuttgart. Die Räder sehen so ein bisschen komisch aus. Hier diese Textur. Okay. Ja, mal schauen. Genau, und was wir auch noch dazu haben, also wir werden, das ist aus dem DTG-Forum, wir werden hier 54 Fahrplanfahrten bekommen für Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Davon sind 20 komplett neu, die es vorher so nicht gab. Und bei den restlichen 34 ist das wohl anscheinend so, dass das halt Güterzugfahrten sind, die es halt schon vorher gegeben hat, also wo einfach nur die Lok substituiert wird. Heißt also, wir haben 20 neue Fahrplanfahrten. Vermutlich auch Szenarien, drei Szenarien vielleicht fünf,
Denke ich zumindest. Und die Lok substituiert aber auch noch in anderen Strecken, also Dresden-Riesa, kann man 112 Fahrten mit der Lok machen, auf Hamburg-Lübeck 25, auf München-Augsburg 27 Fahrten, auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr 20 Fahrten, auf Rhein-Ruhr-Osten können wir 13 Fahrten, auf der Main-Spessart-Bahn auf 193 Fahrten. Ich glaube, sind das sogar alle? Ich glaube, das sind sogar alle Güterzugfahrten, die es da gibt. Und auf Rosig-Nord können wir auf 57 Fahrten, die auch die 187 benutzen. Also diese Fahrten sind nicht alle neu dazu gekommen in diesem Sinne. Die sind nicht neu, sondern die kann man auch jetzt schon machen mit anderen Lokomotiven. Aber man wird dann bei Release auch diese Fahrplanfahrten mit der 187 machen können, wenn man es möchte. Genau, ja, das wäre es auch dazu. Das war jetzt nur so ein kleines kurzes Informationsvideo. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.